So, herzlich willkommen zum Let's Play von XCOM 2, der so und so vierte Part. Ich habe jetzt schon mehrfach versucht, diese Einrichtung zu zerstören. Commander, nachdem wir den Und Kontakt zum lokalen der Witz Widerstand ist. hergestellt haben, liegen uns jetzt die Details vor, die wir zum Angriff auf die Alien-Einrichtung benötigen. Das Und der ist Witz unsere ist. Chance, ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt zu verlangsamen. Es hat die ganze Zeit nicht so funktioniert, wie ich wollte. Es war original so, dass ich immer eine Kanone vor mir habe und dann immer zwei oder drei Gruppen gezogen habe. Was ich überhaupt nicht wollte. Und, ja, gut, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nochmal passiert ist. Die Position einer Alien-Einrichtung in diesem Gebiet verraten, die mit dem Avatar-Projekt zu tun hat. Und werden sie ausschalten. Endgültig. So, war schon echt hart verkackt. So, mein Kater miaut, der schießt mehr. Und gehen sie auf sichere Distanz zur Detonation. Mann, Mann, Mann. Wenn wir die Einrichtung vernichten, verschafft uns das mehr Zeit. Manus 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen sie in Position und platzieren sie die X4-Ladungen. The squad is concealed. Okay, was schon mal gut ist, ist, dass wir hier eine Erhöhung haben. Ja? Order is confirmed on the move. So, Sniper 1, Sniper 2 bist du. Begebe mich zum Ziel. So, du bist schon mal fertig. Ziel entgeht nichts. Affirmative. So. Weißt du, weil es hier ehrlich gesagt die ganze Zeit voll verkackt, weil, ja, weil es halt verkackt war. So. Double time. Ich hoffe, das läuft jetzt alles viel, viel besser, weil die sind jetzt halt gleich auf einer erhöhten Position und sollten dann... Das Problem ist, dass wir halt so viele Bäume haben, dass sozusagen das Sichtfeld auch dadurch eingeschränkt sein kann. Oder sein wird vermutlich. Aber gut, das ist dann halt, was es ist, ne? Wird erledigt. Ich hoffe auch, dass ich hier nicht so exzessiv laden muss, wie ich das gerade eben musste, weil das war jetzt ehrlich gesagt total behindert. Und dann dachte ich mir, okay, kacke, ich fange es jetzt einfach nochmal an und dann, ja. Da hier links sehen wir schon das Gebäude. Also hier, ne? Wobei ich jetzt nicht sicher bin. So, du bist jetzt hier so eine... Bin schon unterwegs. Du hast den Schädelstecker, okay. Feind gesichtet. Okay, jetzt ist es so, dass wir genau ihn hier mit diesem Schädelstecker erwischen wollen. In der Nähe wäre ein ideales Ziel für den Schädelstecker. So, sie sehen aber nichts. I'm on it. Was im Klartext heißt, dass das eigentlich nicht, aber 71% ist schon was. Den Schildträger würden wir gerne haben. Nice. Ziel eliminiert. Sie kennen unsere Position. So, nachladen. Nachgeladen. Okay. Heading out. Affirmative, covering now. Okay. Drücke zur Zielposition vor. Ist jetzt eigentlich nicht so weit vorher. Zu Befehl. Scanne Gebiet. Roger, komm mal. So, halt, Misty war der. Okay, so wollen wir es haben. Jetzt will ich aber. Okay, hat irgendwas gestreift. I skirted him. So, ihn hier wollen wir genau haben, ja? Aber er ist jetzt schon so angeschossen, dass. Und wir haben ja noch eine Tür gehört oder so. 95%, ja, kacke, ne? Er hat überlebt gerade, wa? Hard target, minimal damage. So. Wir versuchen jetzt mal gleich. Ich glaube, das mit dem Schädelstecker funktioniert. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht wieder einen pullen, ja? Sie haben mich. Einklinken! Aber da oben sehe ich schon direkt wieder eine Kanone, ne?
Wir haben vollständigen Zugriff auf das Advent Psionic-Netz. Ich habe unsere Systeme für die Verarbeitung der neuen Daten eingerichtet, aber wir müssen schnell sein. Ah, Codex heißt der. Codex ist diese Kreatur. Okay, weil wenn ich den jetzt nämlich hier sozusagen hacke, dann erscheint so ein Codex. Ich bin drin. Dumm ist halt, dass er sich auch klont, wenn du ihn halt triffst. Commander, das scheint der Codex zu sein, der für den Schutz der Alien-Datenbanken verantwortlich ist. Wir müssen ihn neutralisieren, wenn wir die Daten auslesen wollen. Verstanden. Waffen bereit machen. Wir haben unser Ziel. Muss in Wirklichkeit, muss ich aber die Kanone jetzt auch hacken. Ja. Kann ich jetzt offenbar... So, du bist hier. Ich habe eine Granate. Das heißt, ich kann den hier mit einer Granate wegmachen, ne? Frag out! Dann habe ich nur noch den Codex. Der Codex macht halt als erste Aktion oft, dass der so ein, unerbittlich. Dass er unsere Waffen deaktiviert mit so einem Whirlpool, den er macht. So, jetzt will ich hier blöderweise speichern, es tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass ich die Kanone entweder übernehme oder ausschalte. Ich würde sie ehrlich gesagt gerne übernehmen und das einmal versuchen, weil unsere Chance dann immer so 42% ist, was halt ein bisschen unter Münzwurf ist. Ja, genau. Und ich will die aber haben. Ach, guck mal, das ist hier schon wieder direkt. Ein Witz, ja. Also ich meine, okay, 44%, das ist jetzt überhaupt nicht so ein Witz, aber ich meine, es wäre mir jetzt halt viel, viel lieber, sie zu übernehmen, als auszuschalten und, Schon unterwegs. Ich meine, ich kann auch damit leben, den jetzt, nur zu deaktivieren, ja. Aber ihn übernehmen wir einfach unendlich besser. So, ich versuch's noch ein zweites Mal, sorry. Und dann, aber das... Okay, ich glaube, ich versuch's doch ein drittes Mal, Verzeihung. Aber das provoziert mich jetzt, dass das so... Ja. Wobei, ein Ausschalten wäre halt auch schon was, ja. Seizing Control! Wären die Chance gewesen. 40% ist auch nicht wirklich was. Okay, ich schalte ihn aus. Es sei denn, jetzt funktioniert das wieder nicht mit 88%, dann scheiß drauf, ja, aber okay. So, was hier ein bisschen blöd ist bei dem Ding, ist, was ich gerade eben hatte, ich habe das halt auch abgeschaltet und dann, 42%, da mache ich doch lieber so einen Bitte Feuerschutz. Feuerschutz, oder? Hast du das mit Wachsamkeit gehabt? Nee, ne? Rücke aber vor. Explosive Mischung kann heißen, dass du ihn tatsächlich treffen kannst. Okay. Hm. Würde gern seine Deckung wegmachen, aber dann ist jetzt blöd, dass der eine Sniper nicht mehr dran ist, ne? Noch irgendjemand dran? Ne, nur noch er. Bin dabei. Okay, ist jetzt halt ohne Deckung, ja. Aber wenn er jetzt hier diesen komischen Wirbel macht, dann ist mir jetzt relativ egal. Ich glaube, dass er das macht. Teleportieren, okay. Weil dann hätte der jetzt Codex die beiden scheint in ständigem so, Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Genau. Wie ihr seht hier, ne, hat er jetzt bei beiden die Waffe deaktiviert. 100% ist cool. Heftiger Schuss hat 93%, würde ihn aber fast töten, ne? So 93% daneben schießen. Gestreift, guck mal.
Ey, sorry, Mann, 93%. 93%. Willst du mich ey, wirklich? Ich hab das noch nicht zusammengeschnitten, ja? Aber das muss ich echt machen. 93%, Dicker. Das ist einfach ein Witz. Achso, jetzt bin ich wieder hier. So. Bin dabei. Wir schauen jetzt mal erstmal, ob das hier so funktioniert, ne? Achso, jetzt bin ich genau wieder hier hingegangen, wo er beide. Fang! Wo er beide Waffen außer Gefecht setzen kann, ne? Aber jetzt habe ich wenigstens den Sniper-Schuss noch, der mir sagen kann. Okay, 83% ist jetzt nämlich schon was anderes, ne? Wäre jetzt auch blöd, wenn er sich verdoppelt, ehrlich gesagt, aber. 10 ist schon viel, ey. Weil jetzt verdoppelt er sich, glaube ich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Codex projiziert mehrere Kopien von sich selbst in unsere Dimension. Ja, jetzt muss ich den hier abknallen, oder? Ich meine, muss ich jetzt einmal akzeptieren, dass der Turm schießt. Target down. Okay. Also er wird jetzt sich wieder dahin teleportieren, wo er die beiden trifft, ne? Okay, wir sehen die Kanone gar nicht. Kann mich nicht bewegen. Ja. Aber okay, sie hat nicht getroffen. Raus. Der Codex scheint in ständigem Fluss zu sein und in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Der Feind bewegt sich! Sie blockieren uns! Sie kompromissieren! Ne? Wo ist denn der zweite Jäger? Da. Dann mal los! Zu Befehl! Ja, komm, 100% nehmen wir, oder? Weil das Ding ist, eigentlich will ich ja. Okay, 83% nehme ich. Daneben. Ey, wirklich, ne? Feind steht noch! Das kann nicht wahr sein. 82% reichen nicht in dem Game. Und wenn ich... Sehr gute Arbeit, Commander. Anscheinend blieb nach der Auflösung des Codex ein physischer Rest übrig. Hoffentlich gibt er uns einen besseren Einblick in die Pläne der Aliens. So, jetzt gehen wir auch keine Risiken ein. Und werden das Ding einfach runterfahren mit hier. 88%, die wieder nicht reichen gerade. Ey, das war so lächerlich, ne? Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das ist wirklich... Langsam wird es auch alt. Ja. Aber dann schäme ich mich auch überhaupt nicht, wenn ich hier so oft speichern muss und so. Bereit für den Angriff. Ich war nie hier. So. Roger. Augen auf. Okay, jetzt haben wir wenigstens. On my way. Jetzt haben wir wenigstens den Typen fertig, ja? Den Codex und den ersten Trupp so. Das war nämlich jetzt davor so, dass dann immer noch so ein Muton-Trupp und noch so ein Trupp einfach da war. So 82% ist natürlich wieder Streifschuss, ja? Das ist schon lächerlich. Went off the armor. Heading out. Und dann würde ich vorschlagen, dass du nachlädst, da du jetzt eh nichts. It's killing time. Ich hätte gern den Sniper, genau. 53% ist echt nicht viel. Ich
Nicht gut. Ey, Dicker, du wirklich, du bist nicht zufriedenstellend, muss ich sagen, ja? Verstanden. Okay. Das macht es jetzt auch gleich kompliziert, weil wenn die... Weil die müsste jetzt ja nur hierhin laufen und dann sehen die mich gleich, ne? Wechsle Position. Na los, zeigt euch! Auf der anderen Seite, wenn... Wenn ich mit beiden da bin, dann... Dann geht da schon was. So, schweres Geschütz ist nicht länger deaktiviert, okay. So, erstmal nachladen, ja. Von hier treffen die wohl nicht mehr, ne? Bereit für den Angriff. Rücke vor. Ich glaube, dass ich hier auch mit allen abhauen muss, wenn ich wenn ich sozusagen bereit bin, so. Bin gleich da. So, wir gehen mal kurz weg von da. Ich will, dass der eine Scharfschütze die Kanone nochmal sieht, genau. Weil gerade eben hat sie ja nicht gesehen, so. Jawohl, so. There you go. So, okay. Bin dabei. Gebe Feuerschutz. So, okay, du kannst nochmal ein Stück zurückgehen. Affirmative, covering now. Jetzt weiß ich nicht, mit wem ich noch nachladen muss. Okay. Prozent. Hat er überlebt? Big deal. Big deal. Tod von oben. So, du lädst jetzt erstmal schön nach. Ich glaube, du musst sogar auch nachladen. Rock and roll. Prozent. Bin dabei. Also, ja. Du hast so echt. Dass du den nicht flankierst, ja. Okay, kritisch gefällt mir. Ziel eliminiert. Kritisch ist super. Zielobjekt lokalisiert. So, und du flankierst den jetzt einfach ganz stumpf, ne? Heading out! Mal 94%. Ich meine, hast du schon hingekriegt, daneben zu schießen, aber. Was dauert jetzt hier? Ja. They've seen me. Ach so, okay. Also, ich muss schon sagen, es gibt schon ein paar Bugs hier in dem Game, ne? That's how it's done. So, okay. Absolutely. So, sie ist jetzt die einzige, die noch ich rücke verborgen aus. Ist. Bitte Feuerschutz. Copy that. Also, ich vermute, dass der nächste Trupp dann hier links ist, ne? Okay. Also sozusagen, dass wir die letzten dann Wolke hier zu irgendwie Zielkoordinaten finden, ne? Vor. On Overwatch. Ja, will ich jetzt ehrlich gesagt speichern, weil wenn ich jetzt so weit vorgehe mit der. I'm all over it. Kann es jetzt sein, dass genau hier in dem Fenster die drinne sind und die mich jetzt genau sehen und... Okay, bin und unterwegs. Regnet voll stark aus, ne? Alles klar.
So, wir haben Muton, Sektoiden, wir haben noch keinen Mech getroffen, ne? Not a problem. Und Nachladen tun wir dann jetzt noch. Oh, krass, vier Dinger, ne? Schade, bei dem einen Muton in so einer anderen Mission. Roger, holding. Ach fuck, jetzt bin ich in Deckung gegangen. Come get some. Okay, wir müssen aber trotzdem nach vorne. Ja, es scheint stark zu regnen draußen, okay. So, das hier ist, was ich kaputt machen muss, ja? I'm on it. Verstanden, Olga aus. So, ich sehe jetzt hier aber die ganze Zeit nichts. Also ich muss jetzt mit der nicht voll weit weg, ne? Du bist die Scharfschütze, ne? Puh. Ich weiß nicht, ob ich hier Position, ob ich mich hier überhaupt da noch hinstellen kann mit der. Also, dass ich sozusagen ans Fenster kann, ja? Tempo! Aber ich habe hier ja Zeit, also da muss ich jetzt nicht drängeln, so. Heading out. So, nachladen. Wir hören aber auch keine Schritte mehr, ne? Ready to rock. Double time. Oder speichern, la. Also mit den zwei Snipern können wir jetzt eh nichts ändern, ne? Sure thing. Scanning. Okay, aber zum Geier sind die jetzt hier? Wechsle Position. Bin dabei. Okay, das heißt, wir können aber doch hier Position. Hin, ne? Mir entgeht nichts. Schon unterwegs. Und das ist, wo wir hinwollen, und dann ist hier hinter wahrscheinlich wieder. Sie sind bei der Zielposition. Waffe geladen. Oder moving to position. Okay, sieht aber nicht aus. Sehen wieder nichts. Wie sie sehen sie nichts. Also ich meine, hier ist halt noch was, ne? Location confirmed. Ah, jetzt ist die Kanone hier. Na los, zeigt euch! So, noch ein Gefechtsprotokoll haben wir wohl nicht. Zu Befehl. Ich bin dabei. Aber dass hier keiner da ist, ja? I'm on it. Ah, doch, jetzt kann ich hier übernehmen. I'll try to get control. Okay. Also wir machen jetzt hier keine Risiken, 88%, dass das Ding ausgeht, reicht mir vollkommen aus, als dass ich das jetzt hier übernehme, ja? Das reicht mir vollkommen aus. Amen. Weil dann schieße ich das Ding nämlich hier in Einzelteile einfach. Aber mich wundert immer noch, wo hier der Gegner ist. Ah, okay, das sind sie, okay. Okay, schon mal ein Anfang.
Panzerung getroffen. Beides eigentlich für den Arsch ist, ja. Ist er jetzt dran gewesen oder was? Stehe so, hier und unter er Beschuss. Holt wieder hier so ein. Er wickelt sich jetzt gleich so ein, ja. Ah ja, genau. Hier seht ihr, jetzt sind 5 Typen hier hinten gewesen. Ja, okay. Verzeihung. Okay, aber das ist halt, was ich genau... was ich genau wollte. Habe ich jetzt das Ding hier schon entschärft? Nee. Habe ich den letzten gerade gemacht? Ja, ich glaube schon, wa? Ah. On your order. Du machst halt nicht so viel Schaden. Hacking turret. Okay, aber das hier heißt wirklich, dass es die Wahrscheinlichkeit, von dem Hacken scheinbar neu gewürfelt wird oder was. Oder weiß ich nicht, ob die Reihenfolge jetzt so anders war, aber das 88% schon wieder geschlägt. Das ist halt einfach wieder komplett der Joke. On the move! Mann. Könnte natürlich auch. Wann. Scharfschütze. Also, du musst auf jeden Fall irgendwo hier sein. Wechsle damit Position. Wir halt durch den ganzen Raum schießen können, ne? Also, wenn wir hier lang gehen, dass die Scharfschütze hier auf jeden Fall kriegen, ne? Scanne Gebiet. Achso, du kannst schon nicht mehr laufen und so. Rücke vor! Jetzt, Feuerschutz! Accessing! Diese 88% verkackt, ne? Das ist Das ist halt einfach lächerlich. Ich meine, ich würde den Turm ja auch gerne klauen, aber... aber, ja. Ich bin ja schon so vorsichtig jetzt hier. Got it. Weil dann kann ich jetzt mit der den einfach ganz in Ruhe abknallen, den Turm, ne? Okay. Also mit den beiden... Moving to Overwatch. Okay. La, 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 la. Also jetzt der Plan, hier hinzugehen mit der. Absolutely. Diesen Overwatch zu machen. Dann die beiden Sniper hier hinten halt stehen zu haben. So, du, ihr beide knallt dieses Ding ab, den Turm. Wir haben hier ganz schön häufig 88% hier gerade. Ja, gerade eben war es schon wieder. Feuerschutz. Bin dabei. Okay. Und weiter geht's. Roger. 100%, so, weg damit.
Okay, so, wir wissen, dass jetzt hier zwei und dahinter drei sind, ja? Wurde entdeckt. So zu beenden. Ah, hier kommt was. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das die zwei oder die drei sind. Also die vermutlich die zwei. Oh Gott, da ist eine Tür, wo ich durchkomme, oder was? 11 Schaden ist schon mal gut. 11 Schaden gefällt mir. That's how it's done. 41% gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Aber gut. 50-50. Das heißt, dass ich mit einem jetzt nur eine Granate schmeißen muss. Deflection! Ne? Lass mal, Granaten hatte ich nämlich noch nicht. Geht jetzt wirklich nicht. 31%. Schon unterwegs. Advent Bodentruppen. Deswegen habe ich gespeichert. Shit. Aber dass wir den eingetroffen haben, war schon gut jetzt. So, halt mal kurz. Wer ist jetzt gerade dran? Sie. Und sie kriegt ihn mit 60%. Okay. Wobei halt der Muton gefährlicher ist, ja. Aber ich glaube, dass... Der Muton ist ja hier oben. Und ich glaube, dass sie den jetzt halt abknallt, ja. Bin dabei. Also den einen. Ja, ja, genau, hier 100%. Weil dadurch, dass sie halt den noch flankiert und so, dann noch kritischer Schaden und so, ist das schon... Feindliches Ziel erledigt. Ist eher sozusagen kein Problem. Warte mal, war sie das mit uner... Sie war nicht unantastbar, ne? So, doch, sie. Okay. Weil dann laufe ich mit ihr jetzt original hier hin, so. Rücke vor! Also ist jetzt halt so ein Harakiri-Move, aber sie kann ja nicht getroffen werden. Also der erste Treffer nicht. Okay, wenn du hier hin gehst, triffst du... Moving to position. Ne? Und wir können der auch noch so einen Reflexschuss geben, oder? Hattest du nicht die Fähigkeit sogar? Ja, musst du haben. So, dann können wir jetzt hier die 59% Dinger machen und so. Ist halt doof, dass er jetzt überlebt hat, aber okay. Panzerung getroffen! Und da ist noch einer, oder ist das von uns einer? 60% muss reichen jetzt. Feind neutralisiert. So. Würde sie ihn von hier flankieren, nee, oder? 58%. Naja, aber sie würde ihn wahrscheinlich töten, wenn sie ihn trifft. Na, okay, so viel dazu. It's still moving. Jetzt ist er flankiert. Boah, das war ihr Reflexschuss. Also sage ich, ne, das ist schon krass geil. Und der Muton wird jetzt eigentlich auf sie gehen und unausweichlich daneben schießen, ja. Oder daneben schlagen oder wie auch immer. Unantastbar, nicht unausweichlich, Entschuldigung. Sehr gut. So, ihr könnt schon mal rausgehen. Solid copy. Weil wir werden hier dann das Ding jetzt gleich sprengen und dann rufen wir den Sky Ranger genau hier hin, so. So, du schickst ihn jetzt in die ewigen Jagdgründe erstmal. So, nice. Feind terminiert. Munition alle. Nice. Zu Befehl. So, zack. Heading out. I'm on it. Schon dabei. Muss ich nur noch halt diese Bombe zünden.
Und dann hier diesen Sky Ranger rufen, ne? Spurte los! So, du kannst hier auch schon mal raus. So. Tempo! They got friends! Aha, da kommt schon Verstärkung, okay. Menace 1-5, Vorsicht! Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. So, ich hoffe, dass das jetzt keinen ganzen Zug dauert, die Bombe zu platzieren. Aber ich vermute schon, dass das einen Punkt dauert, wa? Menace 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Beginnen Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Holt mich hier raus! Okay, rufen wir hier hin und dann können wir jetzt hier die Runde mit allen halt noch abhauen, ne? Jawohl! Heading out. So. Packing it in. Jawohl. On your order. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, dass irgendwo noch einer ist. Der jetzt so weit weg ist, dass er nicht hier gleich hinkommt. Aber es sollte funktioniert haben. Okay, dieses Mal haben wir das jetzt nicht vergeigt irgendwie, dass wir drei gleichzeitig gepult haben. Das ist sehr schön. Ich hau ab. Ich hau ab, jawohl. Bin dabei. So, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst, wie viele wir schon evakuiert haben. Drei eigentlich, oder? Waren es jetzt schon vier? Ich bin weg. Achso, hier ist die letzte, okay. Bin dann mal weg. Jawohl, nice. I hope it's worth it. Let's go. Nice. So. Menace 1-5, Status bestätigt. X4-Ladungen detonieren. So, makellos. Das war ja jetzt was. Halleluja. Als nächstes müssen wir gleich das nächste Ding machen. Wir werden jetzt nämlich von dieser langen Liste, also es sitzt ja nur noch ein Punkt da, ja, werden wir jetzt zwei abziehen, weil wir einmal diesen Kodex getötet haben und einmal das Gebäude. Es kann sogar sein, dass das Gebäude zwei hat, aber ich glaube nicht, dass es so ist. Also wenn wir jetzt drei abziehen, würden wir halt wundervoll, weil wir sind jetzt hier schon voll krass im Zugzwang und haben hier überhaupt keine Zeit mehr rumzueiern, was halt ehrlich gesagt total blöd ist, aber gut. Weil wir sind halt im vierten Monat und haben das Game schon fast verloren oder so. Obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es wirklich der vierte Monat ist, aber irgendwie so müsste es sein, ja. Ja, wir hatten drei Vergeltungsschläge erst. Ja. Und wir haben krass viele Gegenstände von ihm einbekommen. Sicher nicht gerechnet. Beeindruckend, Commander. Captain Coyote, okay, jetzt sind wir Major. Sichere Deckung, unantastbar machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben das beide Ranger und das ist halt, dass ich sie dann halt als Köder benutzen kann. Okay, Sensenmann ist jetzt nice. Also ich liebe, wie die Fähigkeit heißt, ja. Das ist aber so, dass sie einen Nahkampfangriff macht. Und wenn sie den tötet, kann sie nochmal einen Nahkampf anrichten. Der macht aber weniger Schaden. Wenn sie nochmal tötet, kann sie es nochmal machen und so weiter. Ja, also ein vernichtender Ketten-Nahkampfangriff, dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampf-Kill im Sensenmann-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Nahkampf richtet jedoch weniger Schaden an. Also theoretisch kann sie dann sich da durchschnetzeln, aber sie muss die töten. Und wir haben keine guten Schwerter. Was aber das Ding ist, dass wir zweimal hintereinander feuern können. Das heißt, wenn wir einmal nah mit ihr rangehen, dann können wir zweimal feuern, bam, bam, und das ist sozusagen fast ein sicherer Kill, weil sie macht so vielen Crit-Schaden immer und so. Also gehen wir damit auf jeden Fall. Und danach ist sie halt unantastbar so. Commander, hui. Sie Ihren Truppen für Kodex, die schwierige Erlangung des Kodex-Hirns. Wir beginnen so bald wie möglich mit der Arbeit daran. Okay. Die Alien-Einrichtung ist nur noch eine Ruine, Commander. Ausgezeichnete Arbeit. Ihre Bemühungen haben die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher verlangsamt. Habe ich jetzt zwei oder drei? Also insgesamt zwei oder das eins plus zwei? Weil wir müssen das andere auch sofort machen. Ja, das geht gar nicht anders.
So, wir haben keinen Verletzten. Ich würde das hier ehrlich gesagt gerne ausbauen. Okay, haben wir gerade nicht. Weil wir müssen, wir müssen sofort auch hier hin. So, haben wir jetzt 2 oder 3 Punkte weniger. Ich beglückwünsche Ihre Soldaten zu ihrer Unnachgiebigkeit bei der Vernichtung dieser Kreatur, Commander. Okay, oh. Die Aliens werden diesen Rückschlag nur schwer verdauen können. Okay, aber wir müssen ja original gleich weiter, ja? Ah, und hier ist die nächste Einrichtung, okay. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Naja, ich brauche halt Vorräte, um versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Vorratslieferung. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. So, wir können uns jetzt eigentlich schon erlauben. Also, die haben Giftgeschoss, ist scheißegal. Informationskosten ist so eine Sache. Bestialverbesserung stattet Soldaten monatelang mit Panzerung aus. Auch okay. Da weiß ich jetzt nicht, was mir am meisten wert ist, ehrlich gesagt. Die sind jetzt alle nicht so schlimm. Plasma-Granate, neues Projekt zuweisen. Warte mal, wenn ich jetzt weitermachen sage. Ich habe nämlich auch gesagt, dass ich so einen Spinnenanzug will. Jetzt, ah, okay, cool, die sind eingereiht hier. Okay, das ist super, okay. Weil jetzt haben alle Plasmagranaten und das ist schon mal was, so. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Okay, Illyrium. Illyrium-Leitung, das ist für unser Dings gut, für unser Kraftwerk, aber das habe ich jetzt halt nicht, ne? Weil ich habe es einfach so verbessert, glaube ich. Also neue Einrichtungsverbesserung verfügbar ist für unser Kraftwerk. Da können wir jetzt die Illyrium-Leitung machen, okay? Habe ich jetzt aber genau nicht gemacht, aber ich werde eh ein zweites Kraftwerk bauen, denke ich. So, neue Forschung. Plasmagewehr, Servor-Rüstung. Ich vermute, dass Servor-Rüstung dann so eine ist, die halt super krass ist. Nach Erforschung der Substanz mit der vorläufigen Bezeichnung Illyrium 115 steht fest, dass sie sich mit keinem natürlichen vorkommenden Element der Erde vergleichen lässt, Verzeihung. Wahrscheinlich stammen die zweifellos gewaltigen Illyrium-Vorräte der Aliens von einem anderen Planeten. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass dieses Element unglaublich reaktiv ist, wenn es mit Hochenergie-Teilchenfeldern in Berührung kommt. Wobei eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle entsteht, die alle bekannten Effizienzstandards bei weitem übertrifft. Leider sehe ich keine Möglichkeit zur Replikation oder Synthetisierung dieser Substanz mithilfe der auf der Erde vorkommenden Ressourcen. Unsere Vorräte werden also immer nur aus dem Material bestehen, das wir von den Aliens selbst erbeuten können. Der Commander sollte deshalb vorsichtig abwägen, wofür wir diese wertvolle Ressource am besten einsetzen. Okay. Psionik würde ich gerne machen. Plasmagewehr ist auch schon nett und die Sachen sind auch alle nett. Aber ich brauche bei Psionik auch sofort unbedingt mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, dass wenn wir halt dann so eine Psi-Soldaten haben können, wobei ich die eigentlich nicht wirklich brauche, aber es ist halt so, wie es ist. So, Vorräte holen wir uns. Das wird jetzt so laufen, wir machen hier Kontakt, wenn es geht. Dann zerstören wir das Ding, dann holen wir uns die Vorräte, ja. Okay, Raum ansehen, okay. Haben wir freigeräumt und dann räumen wir jetzt das noch frei hier. Okay, hier gibt es wieder Illyrium-Kristalle, so. Oder warte mal, die Schattenkammer will ich hier schneller haben. Weil die Schattenkammer brauchen wir, um diese Fiole zu untersuchen, die wir geklaut haben. Und dann können wir nämlich auch in die nächste Einrichtung gehen. So. Okay, nice. Jawohl, okay. Lebe der Widerstand. Neue regionale Kontakte gefunden. Jetzt können wir nach Osteuropa, okay. Die Vorräte könnten wir eigentlich jetzt holen, aber ich will diese... Na okay, eigentlich haben wir die Zeit dafür. Denke ich. Weil eigentlich will ich das hier gleich wegmachen. Ja, ich will das gleich wegmachen.
So, das machen wir dann im nächsten Part. Speichern. Zack, 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 zack. So. So. Das machen wir im nächsten Part. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann da. Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ja.